war so das erste Mal, dass wir alle so zusammen kamen, das Team, Cast und Crew, jetzt im Großen, die Drehwoche begann, wir hatten super gutes Wetter, aber du hast direkt gemerkt, die Leute funktionieren. Also die Leute haben Spaß, obwohl alle fokussiert waren, alle wollten gut abliefern. Wir haben montags morgens in Oppenheim angefangen. Ich habe auch direkt mit den Drohnenaufnahmen angefangen, die auch, glaube ich, ganz zum Beginn des Films dann zu sehen sind. Wir hatten ziemlich gutes Wetter. Wir hatten echt Glück, was das anging, weil damit steht und fällt das natürlich so ein bisschen, gerade was wir uns auch vorgestellt haben mit dem ersten Shot und den Drohnenaufnahmen. Da wusste ich noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Da hatte ich keine Ahnung, wie das wohl wird. Da war relativ lange Pause dazwischen und das war das erste Mal, dass ich mit Elena wirklich vor der Kamera gespielt habe. Mein erster Drehtag war am Strand. Das ist direkt die erste Szene im Film, wo es darum geht, dass Alex und ich, oder Alex und Thea vielmehr, ja, eigentlich einen schönen Tag verbringen wollen und Thea dann aber sich endlich mal traut, zur Sprache zu bringen, dass sie eigentlich Angst hat, Alex zu verlieren. Und da habe ich Thea, also Elena, das erste Mal geschminkt, die einfach, da musste man auch nicht viel machen, weil sie sollte jung, glücklich und verliebt sein und das hat sie, glaube ich, sehr gut schon mitgebracht. Und Alex, der durfte auch zum ersten Mal nicht fertig aussehen, keine Tränensäcke haben und ich glaube, für ihn war es auch mal schön, dass er mal etwas glücklicher aussah und ich glaube, beide zusammen haben ein sehr schönes, glückliches, junges Paar gegeben. Und da habe ich erst mal gemerkt, aus wie vielen verschiedenen Winkeln und wie oft man jede Szene eigentlich drehen muss. Wir haben uns dann aufgeteilt in zwei Units. Dom hat mit den Schauspielern weitergemacht in der Altstadt. Und ich bin mit einem Hand nach, also immer noch in Oppenheim, aber woanders hingefahren, weil wir noch Drohnenaufnahmen vom Auto gemacht haben, wie sie fahren. Ist da aufgeteilt und auch das hat sehr gut geklappt. Wir konnten die Straße zum Glück irgendwie extra sperren für uns, konnten da ein bisschen durch die Bäume durchfliegen. Das war nämlich echt so. So Baumkronen, die so in die Straße reinragen. Und wir sind ein bisschen unten drunter, ein bisschen oben drüber durchgeflogen und haben eben dieses Auto aufgenommen. Der zweite Teil war dann das genaue Gegenteil. Wir waren in der Stadt und Alex musste eben ziemlich fertig aussehen und dann kam auch noch Harry dazu. Bei Alex war ja zum einen die Herausforderung, er hat Locken. Locken machen bei Wetter immer, was sie wollen, grundsätzlich. Und ihn fertig aussehen zu lassen, ist immer ein bisschen einfacher. Ich nenne es immer so ein bisschen fies, mal nach Zahlen, ein bisschen mehr Augenringe, das Gesicht ein bisschen mehr eingefallen. Es soll natürlich auch alles authentisch aussehen. Was uns allen auch wichtig war, dass es nicht zu viel von allem ist, sondern dass man schon sieht, okay, er hat einfach sehr viel durchgemacht, sprich, die Haare waren ein bisschen verlottert, da macht man ein bisschen mehr Öl rein, dass sie einfach ein bisschen fettiger sind. Und das war dann immer so, den Switch zu schaffen zwischen er ist jetzt total fertig und er ist total glücklich verliebt, dass man es ihm einfach auch ansieht. Natürlich spielt er das auch super gut, aber es hilft immer so ein bisschen, wenn man noch was drauflegen kann. Der erste Drehtag war tatsächlich für mich vom Drehen her, von der Rolle her, am schwierigsten und am holprigsten. Einfach aufgrund dessen, dass es, glaube ich, das erste Mal war vom Drehen her, ja, und vom Performen vor der Kamera. Aber danach hat sich eigentlich so, wenn ich mal Resümee ziehen muss, jeder Tag immer besser entwickelt und wurde auch immer organischer so vom Drive, weil natürlich auch die Leute sich eingegroovt haben so ein bisschen. Was kannst du aus dem Tag mitnehmen? Jetzt bei der Oppenheim-Szene zum Beispiel folgender, dass es sehr schwierig war, coole Spots zu finden, um es filmisch aussehen zu lassen. Und vor allem, um den Anschluss zu finden an die Buchladenszene, die wir ja Wochen vorher gedreht haben, die in einer anderen Stadt gedreht wurde. Und jetzt musst du irgendwie die Anschlussszene dazu finden, das aber in einer ganz anderen Stadt. Und du hast ja aber deine Surroundings, deine Bilder, deine, weiß ich nicht, und du musst versuchen, das zu verstecken.
Und ich glaube, das war die größte Hürde an dem Tag, dass du irgendwas finden musstest, was nahtlos anschließt an die letzte Szene. Und dann musst du natürlich auch noch irgendwie Dinge da reinbringen. Also sei es jetzt Statisten, die irgendwie von A nach B laufen, aber dann irgendwo doch durch ein Autofenster schon zu sehen sind, wie sie auf ihrer Startposition stehen, oder irgendwelche Kids, die durchs Bild rennen und du halt einfach nur aufpassen musst, dass du nirgends anrempelst, weil du hattest keine Möglichkeit, deine Szene irgendwie zu setzen, wie wir es zum Beispiel in der Burgruine haben oder sowas, wo du dann halt wirklich sagen kannst, das und das passiert jetzt hier und das steht da. Das war ja alles einfach nicht der Fall, deswegen fand ich es da, glaube ich, am schwierigsten, mit allem zu dealen, was da drumherum einfach passiert. Also es hat am ersten Tag schon sehr, sehr viel, sehr gut geklappt. Statisten hat sehr, sehr viel geklappt. Man hat schon gemerkt, es wird eine gute und großartige Woche.